Hallo, mein Name ist Wolfgang Niedecken. Ich erzähle euch ein bisschen was über die fünfteilige Arte-Dokumentation zum Thema Bob Dylans Amerika. Also Bob Dylan hat mich dazu gebracht, Texte zu schreiben. Ich wäre mit Sicherheit heute kein professioneller Musiker. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen in meiner Zuhause rumklampfen, aber ich würde mich nie auf eine Bühne stellen, wenn ich nicht meine eigenen Stücke geschrieben hätte. Und das ging bei mir los an einem Schulfest. Ich war der Bassist in unserer Schülerband. Der Sänger musste Abitur machen. Da kam der an und sagte, du bist euch einen anderen Sänger suchen. Ich kann nicht mehr, ich habe da keine Zeit dafür. Brachte aber gleichzeitig dann von Bob Dylan Like Rolling Stone mit, also eine ordentliche elektrische Fassung. Hatte den Text auch schon rausgeschrieben und ich war von den Socken. Ich habe dann gesagt, wir brauchen keinen neuen Sänger, das mache ich ab sofort. Jemand anders muss Bass spielen. Und dann habe ich mich so langsam da reingearbeitet und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Also ich wollte auch dann genau, das war doch mein Vorbild, erstmal auf Englisch natürlich getextet, in meinem harmlosen Schülerenglisch könnte man mich heute wieder pressen mit den Texten, aber ich habe es immerhin versucht und das war so der Anfang, dass ich, also Bob Dylan hat mich, was Lyrik betrifft, wachgeküsst. Ja, die Anfrage, ob ich Lust hätte für Arte, eine fünfteilige Serie unter dem Titel Bob Dylans Amerika, ob ich das Lust hätte, das zu machen. Ja, ich habe gesagt, also wenn der Zeitpunkt stimmt, mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Praktisch eine komplette Rundreise bis hoch nach Minnesota, wo Dylan geboren ist, Duluth, Hibbing, über Woodstock, Minnesota. Dann runter nach New Orleans, nach San Francisco, L.A. Und San Diego. Und San Diego war dann der Tourstart der jetzt gerade noch laufenden Tournee. Sind wir bei dem Tourstart da gewesen. Aber natürlich durften wir auch nicht filmen. Er lässt sich nicht filmen, aber das ist halt er. Also wir sind wirklich rumgekommen und es war viel Arbeit, aber unglaublich interessant. Also Bob Dylan hat mir tatsächlich den Einblick in die amerikanische Seele gestattet. Und das von jemandem beschrieben zu kriegen, der das so authentisch auch und poetisch ausdrückt, ist auf jeden Fall nie von der Stange, ist nie aus dem Reimlexikon. Es ist immer irgendwie eine Geschichte, die einen unerwarteten Haken schlägt und wirklich sehr poetisch. Und damit hat er mich einfach mitgenommen. Also Bob Dylan hat es geschafft, amerikanische Liedtraditionen und Poesietraditionen zu verknüpfen. Also er hat es geschafft, die Beat-Poeten um Ginsberg, Kerouac mit Woody Guthrie zu vereinigen und dann die Musikstile halt. Amerika ist ja ein Melting Pot insgesamt. Da sind ja die Kulturen von allen möglichen Ländern hingekommen und er bedient sich da, verschmelzt das in einer wunderbaren Weise, hat natürlich auch immer fantastische Musiker, die ihm natürlich auch beim Arrangieren helfen. Also nach Caruso klingt Dylan mit Sicherheit nicht. Er ist auch jetzt nicht der Obergitarrist oder was, aber er ist ein Poet. Er ist, und wenn man eine Ader dafür hat, für Poesie, diese Stationen alle zu sehen, das macht einen auch demütig. Weil der hat sich wirklich da hochgearbeitet. Sowas kannst du nur machen, wenn du wirklich universell interessiert bist. Wenn du wissbegierig wirst, wenn du in der Lage bist, alles dir zu merken und deine Palette immer mehr erweiterst und dein eigenes Ding draus machst. Das alles vor Ort zu erleben, natürlich das alles nicht mehr so, wie es damals war, aber so Big Pink, dieser Keller, der ist unverändert. Also insgesamt war das eine Reise, wo ich jeden Tag wieder was Neues gelernt habe. Ich habe schon gedacht, ich wüsste alles. Nichts da. Das hat mich auch weitergebracht. Bob Dylan ist wirklich der Shakespeare der heutigen Zeit, definitiv. Der Literaturnobelpreis ist absolut gerechtfertigt. Große Liebe, fünf Bands hatten die. Ich saß bei